Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS19 Landwirtschaft auf der Kandelin Map 2.0. Ich war gerade mit dem Arion beim Shop. Wir wollen heute mal Gärreste umpumpen, weil die BGA ja leider keine Anzeige hat. Und ich weiß nicht, ob die voll geht oder ob da auch ein Vollstatus gibt. Habe ich den Hof ein bisschen oder die BGA ein bisschen umgebaut, die können wir uns gerne noch angucken, aber erstmal machen wir so, dass er anfangen kann zu pumpen. So, jetzt muss ich ja hier lang. Also nur ganz kleine Veränderungen. Später kommt vielleicht nochmal ein Zaun rum. Und ich weiß gar nicht, ob bei der BGA so viel da rumkommt. Ich weiß gar nicht, habe ich 100.000, 150.000 reingekippt und 42.000 bekommen? So, wie ihr schon seht, ist hier jetzt ein Güllebecken. Ich habe mir hier mal ein paar Schläuche hergeholt. Halt. Ich musste irgendwie gucken, das hat nicht im. Ich hatte das erst daneben, aber das geht ja dann über diesen Trigger. Da muss ich mal die Schläuche entfernen. Warte mal. Wir steigen erstmal aus. Nehmen uns einen ohne Verlängerung. Klatschen wir hier hin. So. Ich weiß nicht, warum machen wir erstmal. Ich habe es auch schon einmal ausprobiert, ob das überhaupt funktioniert. So. Mal gucken. Einmal runter. Schauen wir mal, ob wir den da. Okay, kriegen wir da ran. Ist aber auch mit den Schläuchen manchmal hier so ein Ding. Okay. Dann müssen wir. Schauen wir mal kurz das Menü. Ich glaube, ich muss da irgendwie. Ankoppeln, Werkzeug. Achso, ich glaube, hier ging das nicht. Schieber auf und zu machen. Schlauch abkoppeln, Schieber öffnen, Abschieber öffnen, und hier auch, Abschieber öffnen. Okay, hier gibt es sowas nicht. Denn änderen Punkt in links nach rechts. Links nach rechts müsste ja passen. Pumpe von Pumpe einschalten. Pumpe von Pumpe einschalten? Okay. Start oder Ziel? Probieren wir mal andersrum. Okay. Also muss man. Sieht man gerade nicht. Und ich hatte mal geguckt, pro 50, 52.000, 13.000 Liter Gärreste.
Wir müssen ja 13, ein bisschen über 13. 13, 26, 39.000 Liter hier wieder reinflumpsen. Reinpumpen. Aber hier gibt es leider irgendwie keine Anzeige für wie viele Gärreste da drin sind. Guck mal, 15.000 haben wir schon mal. Geht eigentlich relativ fix, wenn man das regelmäßig macht und keine 200-300.000 darüber pumpen will. Man hat gesagt, ungefähr vielleicht 39. Aber jetzt läuft das irgendwie schon langsamer. Ich weiß echt nicht mehr, wie viel ich hier reingemacht habe. Ein oder drei, zwei oder drei Anhänger. Ich weiß gar nicht, wie viel Fasten das Güllebecken. Aber doch läuft's. Ja, warum da so eine Dings ist, habe ich keine Ahnung, kann ich aber mit leben. Dings habe ich auch wieder drin, hier die den Bunker. Sei ja so über, rein theoretisch vielleicht über 40.000, weil waren immer 13, 5, 6. So 41 vielleicht, 42. Was sind wir jetzt bei 35 oder so? Ich sag, nächsten Tag sind wir auch, Sojabohnen sind auch reif, können wir auch ernten, aber da es noch so am frühen Morgen sind, fangen wir mit der Luzerne an. Dann können die Sojabohnen noch ein bisschen abtrocknen. Wenn wir dann vielleicht so einen Nachmittag machen. Weil das Luzernefeld müsste doch schnell gehen. Mais ist auch reif. Aber da stressen wir uns noch nicht. Es gibt ja auch den 38.000. Aha. Von rechts nach links. Ach, mit das, was er anzeigt, ist nicht drin. Okay. Und es gibt ja. Nein. Hier diese Feldberechnung. Von Global Company, Sommerfeld 8 haben wir, bräuchten wir 207.000 Gärreste. Hier 25, 270.000, okay, hier fehlt jetzt schon eine Ecke. Dann haben wir noch 30, 162.000 und yeah, wir haben schon 38.000. Das können wir ja mal so stehen lassen. Wie gesagt, hier sind dann auch zwei Verlängerungen, falls wir das irgendwie hier rausziehen wollen. Man das sich hier so ein bisschen hinlegen kann, damit irgendwie den Bomber hier nicht in die Ecke reinknautschen muss. Und wie gesagt, hier neben hatte ich es als erstes. Hier ist jetzt eine Abstellfläche. Und hier war ja so ein Weg durch, wo BGA Parken für Autodrive gemacht habe. Jetzt ist halt das Güllebecken hier. Dann habe ich hier hinten noch eine kleine Abstellfläche hingemacht.
klar, wir machen es irgendwann noch ein bisschen schicker. Hat muss erstmal so gehen. Der Radlader steht oben am Silo. Wegen Klee aufladen. Genau, dann können wir den schon mal wieder umbauen. Fürs Verdichten. So. Können wir nämlich nachher im Anschluss genau, dann können wir den, nehmen wir den Axion, weil der da schon gerade so steht. Miwek anbauen. Oh, kleiner Abhang. Nein. Ich will noch daran. So. Wir werden dann wieder noch mit Hexe mit Überladung machen und vielleicht bloß mit Einabfahrer, weil es ist ja relativ dicht. Oder es ist dicht, sagen wir mal so. Dann ist ja hier gleich hier geradezu das Feld. Wie gesagt, dann kommt hier vielleicht noch ein Zaun rum. Hier und da oben Tor rein. Hatte erst überlegt, vielleicht irgendwie noch eine Maschinenhalle, aber braucht man ja nicht. Also bis jetzt geht's vom Platz her. Ich kann ja mal kurz gucken. So, machen wir das. 38.089. Liter. Ah, ich glaube, wir brauchen einiges an Silage. Wir auch genügen. Ich hatte ja echt vor, die Gärreste für die ganzen Grünflächen zu benutzen. Oh, auf jeden Fall sehen wir jetzt immer, wie viel wir haben. Ich dachte, das Ding irgendwann mal hier voll ist. Okay, da kommt man nicht hoch, weil das Ding hat irgendwie echt keine. Zeige, wie viel Gärreste er hier drin hat. Oder kann man hier irgendwo nachher einmal R drücken? Nee, hier leuchtet nichts auf. Hm? Also Einstein. Ich habe auch keine Ahnung, ob man da darf, so dicht eine Klärgrube oder Gärrestegrube hier hinzusetzen. Wie ihr seht, hier oben 5 reif, 7 reif, also Sojabohnen, Mais. Oh,
Luzerne ist auch reif. Ja, so, das so jetzt der kleine BGA-Gelände. Das ist bei 68%. Können wir bald auch hier rausnehmen. Wie gesagt, dann kommt jetzt einmal Luzerne noch und Mais. Nämlich mal gucken, ob vielleicht noch ein paar, wie wir hinkommen, ob vielleicht noch ein paar Grünfläche machen müssen. Aber schon ein kleiner niedlicher Hof. Dann haben wir oben noch den Rinderhof. Hier das Beinlager. Wie gesagt, hier fahren sie dann rein in die Silo. Silo 1, 2, 3, 4. Und da, die sind nochmal in drei Bahnen unterteilt, jedes Silo. Und dann taggern die Abfahrer die Bahn. So wie Silo 1A, 1B, 1C, hier 2A, B, C, 3, 4, immer gleiche. Und die taggern sie dann runter. Und so wird es gleichmäßig befüllt. Und hier, glaube ich, passt einiges rein. Dass hier 800.000, glaube ich, sind. Ich glaube, 800.000 Ackergras ist hier drin. Sollten die hier schon die Mengen reinpassen. Aber in diesem Sinne sage ich natürlich wieder recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.